So, heute haben wir den 22. März. Unsere Kühe gehen wieder in die Rotation. Und wer sich erinnert, auf dieser Fläche waren die Tiere am 1. Januar. Auch da habe ich ja ein Video gepostet. Und wenn man sich hier anguckt, was für ein Futter in der Zeit gewachsen ist, finde ich das Wahnsinn. Es ist noch immer sehr nass von dieser langen Regenzeit. Aber ja, guckt sich einer das Futter hier an. Jetzt gucken wir uns auch noch an, weil am 1. Januar hatte ich ein Stück abgetrennt, um zu sehen, wie sich die Fläche macht, die beweidet wurde, und die Fläche, die nicht beweidet ist. Das war hier die Ecke. Ja, also hier das Stück wurde am 1. Januar nicht beweidet, während das hier beweidet wurde. Und ich würde sagen, man sieht kaum Unterschied. Ja, das hier ist ein bisschen dichter, klar, weil es nicht zertrampelt wurde, aber von der Wachstumskraft sieht man hier viel mehr. Das heißt, wir lernen immer mehr hier im ganzheitlichen Management, dass die Natur einfach genutzt werden will, um zu zeigen, was sie alles kann. Und das finde ich gigantisch. Ja, das heißt, ohne einen Dünger, der hier zusätzlich aufgebracht wurde, haben wir jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr einen solchen Aufwuchs hier. Das ist noch bei weitem nicht überall so. Es sind noch längst nicht alle Flächen so weit wie diese, aber wir arbeiten darauf. Ja, was heißt ganzheitliches Management? Warum haben wir hier so viel Ertrag? Weil wir die Natur nachahmen. Wir ziehen also mit der Herde über die Fläche. Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, die Herde ist auf ein neues Stück Weide gekommen. Da frisst sie. Später werden sich die Kühe hinlegen, werden verdauen und dann würde die Herde nachher weiterziehen, was wir ihnen dann auch ermöglichen. Das heißt, hier hinter das nächste Stück ist jetzt noch ausgezäunt. Da kommen sie dann sozusagen nach der Siesta hin und danach ziehen sie auch wieder weiter. Und dieser Zug über die Weide ermöglicht uns ganz, ganz viele Vorteile. Das heißt, es bleibt immer genug Gras da, was Photosynthese betreiben kann und was Kohlenstoff in den Boden schickt, um damit die Bodenorganismen zu versorgen. Die Bodenorganismen wiederum sind dazu da, Mineralien aus der Umgebung freizusetzen, die dann für die Pflanzen zur Verfügung stehen. Das heißt, das sehen wir auch hier, unsere Tiere werden immer gesünder, eben der 3. Mai, und einige Tiere sind schon ganz durch im Fellwechsel. Das war früher nicht so um die Jahreszeit, da hat das oft viel länger gedauert, weil das Gras von der vom Nährstoffgehalt nicht so gut war. Und man merkt also Vorteile auf allen Ebenen. Das heißt, wir haben mehr Ertrag, die Tiere sind gesünder. Es ist ein wichtiger Tierschutzaspekt. Wir haben sehr viel Tierwohl, weil die Tiere immer neu stimuliert werden mit einer neuen Fläche. Hier sehen wir ein schönes Beispiel von Tiereinwirkung. Das heißt, die Kuh macht gerade den Grasbüschel platt, der dann als Mulch dient für die Bodenoberfläche, was uns dann auch hilft, wenn es mal wieder trocken sein sollte und was natürlich gute Nahrung für die Bodenorganismen ist. So, wir sind 3 Stunden später. Hier diese eine Hälfte ist sauber abgefressen. Und jetzt sind die Tiere auf der anderen Fläche und dürfen hier das auch noch abfressen, bevor sie dann weitergehen zunächst.
Ja, das Prinzip des ganzheitlichen Managements ist dann, dass die Fläche Pause genug hat. Das heißt, wir werden wieder hier hinkommen in 4 Wochen. Und dann hat sich die Fläche wieder sehr gut erholt und die Tiere können wieder weiter fressen. So bekommen wir immer mehr Ertrag und immer gesünderes Futter. Und weil ich manchmal gefragt werde, ja, die Kühe fressen auch die hohen Gräser. Die Horstgräser, die sich immer mehr, die wir immer mehr beobachten auf unseren Weiden. Ich lade alle herzlich dazu ein, die lernen möchten, ihre Rinder mit der Natur großzuziehen, weil das ist natürlich auch sehr, sehr viel profitabler als anders. Ja, wenn man bedenkt, wir haben jetzt einen ganzen Monat weniger die Tiere im Stall gefüttert. Wenn man überlegt, was Stallfütterung pro Tag kostet, ist das schon eine immense Ersparnis. Und ja, es wird von Jahr zu Jahr besser. Es ist einfach gigantisch.